Hallo und willkommen bei Muskelwaiter. So, ich bin heute mal wieder in Campbelltown unterwegs. Ich bin mal wieder bei Glen Scotia und ich habe was von der Beschreibung, von den Eckdaten her schon absolut meins sein müsste. Von daher bin ich super gespannt auf die kommende Abfüllung. Ich serviere euch heute den Glen Scotia Icons of Campbelltown 14 Jahre The Dragon. Ja, Glen Scotia macht Peated und Unpeated Whisky. Wir haben hier übrigens das Release Number 2. Und hier haben wir einen Medium Peated Barolo Red Wine Cask Finish. Limited Edition, 56,8% Alkohol. Also, rauchig und Rotwein. Eine meiner absolut liebsten Fasskombinationen. Und wie ihr wisst, Glen Scotia kann sehr gut rauchigen Whisky machen. Ich denke da an legendäre Festivalabfüllungen zurück, die wirklich, wirklich gut waren. Jetzt bin ich hier. Oh, der Rauch, der steht hier schon in der Luft. Medium Peated. Alter Falter. Den Rauch habe ich schon von 20 cm Entfernung in der Nase. So. Nunchill Filter, Natural Color and Batch Strength. Sehr gut. Optisch, ne, finde ich, das macht richtig was her. Designtechnisch mega. Also das fängt schon hier mit diesem Glen Scotia und diesem mit dem Feuerhintergrund, diesem Kirchturm oder dieser Häuserfront mit der Spitze und dann das Kreuz mit dem Drachen darauf. Sieht mega aus. Wenn der jetzt auch noch so gut schmeckt, die Nase ist schon herrlich. Ordentlich saftiger Rauch. Hat aber so ein bisschen was von nassem Rauch. Also, meine erste Assoziation wäre brennender Laubhaufen. Oder noch besser, wie heißt das Zeug? Brennender Rindenmulch. Eine ordentlich richtig dreckige Rauchnote. Und dahinter kommt jetzt eine Fruchtigkeit durch. Die mich eine Mischung aus roten Trauben und Kirschen erinnert. Also ich glaube, ich habe diese roten Kirschlollis und so ein bisschen aber auch rotem Traubensaft. Oh, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Tolle Nase, mein lieber Scholli. Ich überlege, ob da noch irgendwas zukommt, aber ich habe tatsächlich im Moment diese Kirschlollis und Traubensaft. Und das Ganze eben vor so einem brennenden Rindenmulch. Oder was noch besser passt. Ha, jetzt habe ich's. Einem St. Martinsfeuer. Wo man dann auch Äste reinwirft, wo das Laub noch dran ist und was dann so ein bisschen qualmt und stinkt. Aber generell auch diese St. Martins-Fackeln, wenn der St. Martins-Zug ist, da geht ja auch dann vorne so ein paar Fackelträger mit lang, zumindest hier kenne ich das so. Ja, geht in so eine Richtung. Tolle Nase. Zum Wohl.
kräftiger Antritt. Würzig, hat einen leichten Chili-Catch, würde ich sagen. Also, der macht ein bisschen warm. Der Rauch ist im Mund präsent, also man hat wie so ein Ascheplättchen auf der Zunge. Aber er macht auch gut warm. Also er brennt jetzt nicht vom Alkohol, sondern er hat einfach so eine, ja, so ein Chili-Catch, so eine. Das ist einer, den kann man gut auf den St. Martinszug mitnehmen, weil selbst wenn es draußen eisekalt ist, der macht dich warm. Ach, der ist, ich mag ihn, er ist lecker. Auf jeden Fall mal wieder was Besseres von Glen Scotia. Ich finde Glen Scotia, die haben unfassbare Schwankungen, die haben traumhaft gutes Zeug, die haben aber auch Sachen, die braucht die Welt nicht. Das ist immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Ha. Nein, also man muss immer ein bisschen Glück haben mit Glen Scotia. Die haben wirklich gute Sachen, die haben aber auch Sachen, die überhaupt nicht gehen. Ich bin der Meinung, Glen Scotia sollte sich viel mehr auf Peated Whisky konzentrieren, weil das machen die wesentlich besser als die Unpeated Sachen. Also ich glaube, ich habe bis jetzt wenig rauchige Sachen von Glen Scotia gehabt, die nicht gingen. Bei Unpeated wesentlich mehr. Aber beim zweiten Mal geht's auch mit dem Alkohol. Der Mund hat sich so ein bisschen an den Alkohol gewöhnt. 56,8 ist natürlich auch eine Hausnummer an Alkohol. Aber der hat gut Rauch. Also Medium Peated. Dann würde ich gerne mal wissen, was bei Glen Scotia Heavily Peated ist. Mein lieber Scholli. Also gut, ich habe jetzt länger kein Whisky mehr getrunken. Ich hatte eine Corona-Infektion. Und, also ich habe jetzt bestimmt, keine Ahnung, 4, 5, 6 Wochen so gut wie nichts getrunken. Durch den Stress vom Charity-Event und eben die Erkrankungen und so. Lieb ist die letzten Wochen sehr auf der Strecke. Aber trotzdem bin ich ja auch gewohnt. Also irgendeine Flasche klappert hier im Regal. Oder sind die Dosen? Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht. Ich hoffe, ihr hört's nicht. Also ich finde diese Traubensaftnote, die ist noch schön da. Der Kirschlolli, der ist inzwischen weg. Aber wenn ich diesen Traubensaft mal ein bisschen weiterspinne, dann hat das auch was von heißem Kinderpunsch. Egal, ob jetzt an St. Martin oder auf dem Weihnachtsmarkt. Heißer Punsch oder heißer Glühwein, aber nicht zu süß. Und eben Feuer in der Nähe. Lecker. Lecker. Und zwar so, dass ich mir denke, eigentlich hättest du davon gerne noch eine ganze Flasche. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist nicht meine. Die ist geteilt worden. Davon habe ich meinen Anteil. 2CL für ein Video. Der Rest geht leider noch weg. Von daher, eigentlich hätte ich davon ganz gerne noch eine. Naja, mal gucken. Mich würde mal interessieren, habt ihr den probiert? Wenn ja, wie gefällt er euch? Was sagt ihr zu Glen Scotia im Allgemeinen, vor allem in die Aufteilung Peated, Unpeated? Seid ihr auch der Meinung, dass die mehr Peated machen sollten und Unpeated vielleicht nicht hundertprozentig deren Ding ist? Also auch da gibt's gute Sachen, keine Frage. Aber wie ist so das Verhältnis? Wie seht ihr das? Und schreibt mir mal eure Meinung zu dem Whisky in die Kommentare. Hat er euch gefallen? Hat er euch geschmeckt? Habt ihr ihn probiert? Preislich liegen wir bei, ich glaube, 125 bis 130 Euro, was natürlich eine Hausnummer ist. Andererseits in Fassstärke, mit Weinfassfinish, mit Altersangabe,
muss man ja schon sagen, der Preis ist eigentlich schon fair, ne? Also, wir kommen ja nicht mal an die 10 Euro pro Jahr. Von daher muss man ehrlicherweise sagen, der Preis ist in Ordnung. 125 Euro für diese Flasche ist fair. Und das, was er liefert, wenn man ihn jetzt wiederum gegen die Festivalabfüllungen entgegenhält, die meistens so um die 75, 80 Euro kosten und auch verdammt gut sind. Aber die hatten in den letzten Jahren oft kleinere Altersangaben. Also mit 14 Jahren gab es eigentlich nur den Tawny-Port Cask, der grandios war. Und die nachfolgenden waren alle jünger. Von daher, ja. Gut. Wie gesagt, haut mir die Kommentare voll. Ich bin super neugierig auf eure Meinung. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, den Kanal abonniert, vielleicht auch mal in die WhatsApp-Gruppe schaut, in die WhatsApp-Community schaut. Lohnt sich, wir machen viel, vieles Cooles. Die Austauschgruppe ist manchmal ein bisschen hart, aber wir haben eine gute Community und haben auch die Themen ganz gut gegliedert. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch vorbeischaut. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.